Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review mit NBS Smoking Reviews. Heute rauchen wir den Nackler Miso Aprikose. Die UVP könnt ihr unter anderem auf Shisha Nil, Shisha Arabica, Smoking Shisha und weiteren Shops für 4,20 Euro erwerben. Oder im Tabakhandel eures Vertrauens. Genau. Ich zeige euch mal eben den Schnitt, mal ganz oben. Ja. Ja. Also ist relativ grob, jetzt nicht so wirklich fein. Weiß nicht, sieht man das jetzt ein bisschen? Ja, ein bisschen. Bisschen, ja. Feiner als Alvara, aber trotzdem ein bisschen gröber. Ja, also wir haben ein paar Ästchen sind drin, aber das ist kein Ding. Die haut er gerade raus oder schneidet zusammen, je nachdem, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Es gibt keinen Abfall, kommt alles in den Kopf. Wir rauchen mit der NPS Blue Bubbles Bowl mit den neuen NPS Rauchsäulen. Mit einem stinknormalen China Head, zwei Havana Alufolien, zwei Coco Bricos Rundlock. Nein, Bambuchas. Zwei Bambucha, genau. Ja, ich bin voll auf dem Coco Brico Trip. Ja, zwei Bambuchas Rundlochung, einem, ja, so ein Selfmade Schlauch, ganz normaler Silikonschlauch, Stone Tube Mundstück in Gelb und Weiß. Und jetzt erzähle ich euch mal was zum Rauch und Geschmack. Rauch geht klar, 50, für die 50 Gramm UVP, überrascht mich. Zum Geschmack. Aprikose. Es ist leicht herb. Ist auch, wenn ihr die getrockneten Aprikosen kennt, vielleicht, wenn ihr die als Äste oder so gibt, könnt ihr am Lidl kaufen, da weiß der Geier hoch. So in dem Dreh schmeckt es, also nicht so intensiv, aber hat auch was leicht Zitroniges. Ja, ist eigentlich recht frisch der Tabak. Kann man echt gut rauchen. Müssen wir mal schauen, machen wir demnächst vielleicht nochmal ein Review über den mit in einer Overpack oder ganz normal in einer Funnel vielleicht. Müssen wir mal schauen. Aber so jetzt kriege ich da von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich würde auf jeden Fall mal ausprobieren, weil da könnt ihr echt nichts falsch machen. Entweder kauft ihr euch die 50 Gramm OVP, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der euch schmeckt. Und wenn ihr wisst, dass ihr das vielleicht auch so Aprikose, Zitrone-mäßig steht, könnt ihr vielleicht euch gleich die 200 Gramm Packung kaufen. Die ist dann auch feucht, bekommt ihr auch in einem Ding, in einer Plastikdose. Ja. Und die Charge-Nummern, zum Beispiel hier jetzt die 111-22, ist feucht und in TK, also totaler Kopf, war auch gestanden die 1188 noch. Die soll auch feucht sein. Ja, und wenn ihr eh mehr Overpacking raucht oder so, dann würde ich eher die 200 Gramm OVP empfehlen. Ja, was kostet die 12,90 €, glaube ich. Ja, irgendwie so. Also da macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich gebe dem Tabak von 10 Punkten 9,5, weil er eben nicht so ganz nach Aprikose schmeckt, wie ich es jetzt erwartet habe. Aber im Großen und Ganzen Top-Tabak kann ich nur empfehlen. Und dann sehen wir uns im nächsten Review. Macht's gut.